Eine Erde, 7 Kontinente, 194 Länder, 8 Milliarden Menschen. Und doch fühlt sich jeder manchmal einsam, verloren oder schwach. Besonders dann neigen wir dazu, Menschen in Schubladen zu stecken, die uns gerade richtig erscheinen. Dann gibt es sie und uns. Die, die uns nahestehen und jene, von denen wir uns abwenden. Aber verbindet uns Menschen nicht mehr, als dass uns etwas trennt? Wir haben junge Menschen eingeladen und sie dazu aufgerufen, unsere Fragen ehrlich zu beantworten, um die Vielfalt der Gesellschaft darzustellen. Wir bitten diejenigen, jetzt nach vorne zu treten, die schon einmal einen Menschen verloren haben, den sie jetzt vermissen. Und jetzt bitten wir die, nach vorne zu treten, die sich vegetarisch ernähren. Hier sehen wir all diejenigen, die keine Plastikflaschen kaufen. Hier sind die, die aufs Autofahren verzichten, obwohl es bequemer wäre. Hier treten die nach vorne, die anecken, weil sie kritisch ihre Meinung äußern. Und die, die keinen Social Media Account haben. Hier sind all jene, die konsequent ihren Müll trennen. Und auch die, die schon mal an einer Demonstration teilgenommen haben. Die, die schon mal öffentlich Zivilcourage bewiesen haben. Die, die Secondhand shoppen. Die, die selbst Gemüse, Kräuter und Nahrungsmittel anbauen. Die an konkreten Projekten oder Erfindungen arbeiten, die die Zukunft besser machen. Und die, die schon mal jemanden aus einer Gefahr geholfen haben oder ein Leben gerettet haben. Hier sind all jene, die zeigen wollen, dass es gemeinsam besser weitergeht.